Verzeihung? Ich lasse Sie dann weiter genießen. Ramon war in der Charmschule wohl gleich in der ersten Klasse rausgeflogen. Na, ich glaube eher, der ist überhaupt nicht in die Klasse reingekommen. Gut, dann unterhalten wir uns nochmal mit Marquez. Señor Marquez. Mr. Stobbart. Wenn wir diese Tabula finden wollen... Ja? Dann müssen Sie uns schon etwas helfen. Natürlich. Ich meine, indem Sie uns gegenüber völlig ehrlich sind. Pah, wann war ich denn mal nicht ehrlich? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben ein paar Argumente. Eva ist also Ihre Tochter? Sie war ein Geschenk Gottes, spät in meinem Leben. Eines Tages wird sie in ihrem Herzen einen Platz finden für den Gnostizismus. Da bin ich mir sicher. Was ist in Paris passiert? Wir dachten, sie wären tot. Ein Mann kam in die Wohnung auf der Suche nach Señorita Collard. Er erwähnte ein gestohlenes Gemälde, das einem Russen gehören sollte. Ich habe ihm selbstverständlich gesagt, dass ich der wahre Eigentümer bin. Selbstverständlich. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass dieser Schläger mich in einen Sessel drückte und drohte, mich zu erschießen. Also habe ich ihm von dem Kastell erzählt. Und als er dann seinen Boss anrief, habe ich ihn mit einem Porzellanhund niedergeschlagen. Er ahnte wohl nicht, dass sie nicht nur bellen, sondern auch beißen, was? Naja, das war ein schlechter Scherz. Aber immerhin konnte er sich dadurch befreien und jetzt haben wir noch das Gemälde hier über den Kaminsims. Erzählen Sie mir etwas über das Gemälde. Als Kind habe ich stundenlang hier gestanden und es angestarrt. Wer war dieser geheimnisvolle Maler El Serp, die Schlange? Und wieso dieser Name La Maledictio, der Fluch? Das habe ich meinen Vater auch gefragt, aber er meinte nur, ich solle mich gedulden. Eines Tages würde ich alles verstehen, sagte er. Und? Verstehst du alles? Senor, können Sie irgendwas auf diesem Gemälde entschlüsseln? Diese Pyramide der Heiligen natürlich. Ich wusste, dass damit ein Kastell gemeint war. Und die Heiligen selbst sind Gnostiker. Sehen Sie die Frau in Rot? Die Sie auf dem Foto markiert hatten? Das ist Maria Magdalena. Wir verehren sie als wichtigste Jüngerin Jesu Christi. Aber der Rest? Ich habe keine Ahnung. Das Symbol auf dem Gesicht ist offensichtlich die Tabula. Aber die Elemente darum herum kann ich nicht deuten. Das hilft uns natürlich nicht weiter, aber wir sind ja der Hauptdarsteller, deswegen wäre witzlos, wenn er alles entschlüsseln könnte. Das ist ja schließlich unsere Aufgabe. Schauen Sie sich das hier mal an. Haben Sie die kaputt gemacht? Nein, ehrlich nicht. Gut. Ja, das wollte ich eigentlich damit gar nicht bezwecken. Ich hatte eigentlich gehofft, er weiß, wo der zweite Teil ist. Denn wir brauchen ja, wir haben in den letzten Folgen ja hier, die grüne Statue hier rechts platziert. Und wir brauchen hier noch eine. Und draußen, meine ich, am Brunnen hätte ich noch was gesehen. Vielleicht können wir da gleich mal rausgehen. Aber erstmal reden wir mit Marquez unsere letzten Punkte ab. Wann waren Sie das letzte Mal hier, Senor? Nicht mehr seit diesem Tag, an dem mein Vater getötet wurde. Oh. Warum hat das Bild uns dann hergeführt? Wie ich schon sagte, weil sich nur in diesem Raum seine Hinweise zu erkennen geben. Tja, dann bin ich ja mal richtig gespannt. Dann werden wir die Geheimnisse hoffentlich bald lüften. Warum ist die Tabula Veritatis den Gnostikern so wichtig? Sie ist ein Gegenstand von unerhörter Macht. Meine Vorfahren haben sie jahrhundertelang beschützt. Vor langer Zeit gingen sie ins Exil nach Katalonien und brachten sie mit. In jeder Generation kennt jeweils nur ein einziger Gnostiker ihr genaues Versteck. Mein Vater, Xavier, war der letzte von ihnen. Er wusste, dass sich finstere Mächte zusammenbrauten. Aber ich war noch zu jung, um das Geheimnis zu erfahren.
Also gab er La Maledictio in Auftrag und arbeitete Hinweise auf das Versteck der Tabula in das Gemälde ein. Mhm, nicht schlecht. Aber was genau ist die Tabula? Was kann sie bewirken? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es eine Katastrophe für die Menschheit wäre, fiele sie in die falschen Hände. Okay. Ach, das sind die, ist das das Gnostiker-Symbol? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Die Gnostiker sind also die Guten? Die Bezeichnungen Gut und Böse sind bedeutungslos. Wir wollen nur das Gleichgewicht wahren und die Tabula vor jenen beschützen, die sie zu selbstsüchtigen Zwecken missbrauchen wollen. Gut, ich denke, das reicht erstmal, die Unterlagen. Also, das sind Sie mit Ihren Eltern? Genau. Aufgenommen genau in diesem Haus vor vielen Jahren. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht mehr durchzusprechen. Ich versuch's aber trotzdem mal. Pater Simeon, der Dominikanerpriester, hatte diese Papiere bei sich, als er umgebracht wurde. Und? Interessiert Sie das denn gar nicht? Ich habe keinerlei Interesse an Priestern oder Ihren Papieren, Senor. Schauen Sie sich diese Zeichnung mal an. Das ist das Gesicht aus La Maledictio. Es wurde von dem Mann gezeichnet, der das Gemälde gereinigt hat. Dann wusste er Bescheid über die Tabula Veritatis? Welche anderen Geheimnisse hat er noch entdeckt? Keine Ahnung, aber jetzt ist er tot. Ist vielleicht ganz gut so. Je weniger die Geheimnisse von La Maledictio kennen, desto besser. Ja, wie nett. Ich glaube, das gehört Ihnen. Mein Medaillon! Wo haben Sie das denn gefunden? Es lag in der Wohnung von Nikos Nachbar. Wollen Sie es nicht zurück? Nein, behalten Sie es lieber noch etwas. Es hat einen Sinn, einen Zweck. Vielleicht finden Sie heraus, welchen. In Ordnung. Sagen Sie einfach, wenn Sie es wiederhaben wollen. Gut, da kommen wir erstmal nicht weiter. Ich denke mal, die wichtigeren Punkte sind hier oben in der oberen Liste. Sie sollten sich wieder darum kümmern. Ja, ich bin dabei. Ich hatte eben gesagt, ich wollte ja mal ausprobieren, ob draußen am Rand des Brunnens... Sie wussten also nichts über das Kastell, bevor Sie herkamen? Gar nichts. Interessierte mich nicht. Ich halte lieber weiter Wache für den Fall, dass noch jemand auftaucht. Ihr Vater braucht unsere Hilfe, Eva. Mein Vater braucht vor allem Ruhe. Frieden und Ruhe. Nicht noch mehr von diesem Gnostiker-Unsinn. Die hält aber wirklich Wache hier. Also, was hast du rausgefunden? Nicht viel. Eva glaubt, ihr Vater werde langsam senil. Sie hat nicht viel übrig für den Gnostizismus. Sie war noch nie hier. Genauer gesagt hat ihr Marquess noch nicht mal was von diesem Kastell erzählt. Soweit ich weiß, kam sie nie gut mit ihrem Vater aus. Sie ist von zu Hause abgehauen, sobald sie konnte. Kann ich ihr nicht verdenken. Aber wieso ist sie jetzt hier? Marquess hat sie angefleht. Hat ihr erzählt, er sei in Gefahr. Ich glaube, ich gehe mal rein und sehe mich auch ein wenig um. Sag Bescheid, wenn du was findest. Ich hatte bisher kein Glück. Gut. Ich habe ja nicht die Hoffnung, dass Nico was findet, aber warum nicht? Gut, kaputte blaue Statue. Wir haben also eine grüne und eine blaue Statue. Die guckt aber sehr nett. Und jetzt macht sie bestimmt wieder ihre Wachbewegung. Genau. Und das ist aber ganz nett programmiert. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass auch in dem zweiten Teil nicht unbedingt viel mehr Animationen im Hintergrund sind. Das heißt, wir haben hier das Windspiel drin, hatten wir den Kerzenleuchter. Ich hatte immer so den Eindruck, dass sie einen Eyecatcher machen, aber so richtig hier, das Gras bewegt sich nicht. Das finde ich so ein bisschen schade. Aber wir spielen erstmal weiter, bevor ich jetzt hier wieder rumlästere. Und wir sprechen mal mit Eva. Hallo Eva! Senor Stobart. Bitte nennen Sie mich George. Lieber nicht.
Wann verlassen Sie und Ihre Freundin uns endlich? Naja, sie ist nicht wirklich meine Freundin. Ich weiß nicht, was Sie da abziehen, Senior. Mein Vater haben Sie eingewickelt, aber bei mir klappt das nicht. Na, jedenfalls weiß ich jetzt, woher Sie Ihre Manieren haben. Das ist nicht schlecht. So, was können wir mit Eva besprechen? Über Ramon, Ihren Vater selbst und das Gemälde? Was wissen Sie über La Maledictio? Mein Vater ist schon sein Leben lang davon besessen. Er glaubt, es stecke voller geheimer Botschaften. Ich finde, es ist ein dämliches Stück. Sicher, schon klar. Nico hat mir erzählt, dass Sie nichts über den Gnostizismus wissen. Nein, und das ist gut so. Ich brauche weder Götter noch Heilige, die mir sagen, wie ich zu leben habe. Schon klar, warum Sie und Ihr Vater nicht so gut miteinander auskommen. Ist es überhaupt die richtige Tochter? Wer weiß, wer weiß. Sie wissen also nichts über die Gnostiker? Sie sind eine religiöse Sekte und gehören in die Vergangenheit. Mein Vater ist besessen von ihnen. Und mehr weiß ich nicht darüber. Naja, ist immerhin auch eine Meinung. Erzählen Sie mir was über Ramon. Er hat offenbar schon als Junge hier gearbeitet. War immer loyal, sogar als die Familie fortging und nie wiederkam. Ziemlich bescheuert. Er kann ganz toll Lieder rülpsen. Sie sollten sich geschmeichelt fühlen. Ernsthaft? Das bedeutet, dass er sie mag. Was? Naja, das ist aber keine feine Art oder Manieren, jemandem seine Zuneigung zu zeigen. Gut, Marquez, und was gibt's über dich zu erzählen, Eva? Erzählen Sie mir etwas über sich selbst, Eva. Bin von zu Hause abgehauen, sobald es ging. Hab ein wenig gelebt seitdem. Und jetzt gehört mir eine Bar in Marseille. Das dürfte erklären, wieso Sie mit einer Waffe umzugehen wissen. No, Senor. Ich lernte mit einer Waffe umzugehen, um mir Ungeziefer vom Hals zu halten. Eva hatte echt einen umwerfenden Charme. Tja. Erzählen Sie mir was über Ihren Vater. Als meine Mutter starb, zog er mich groß. Als Gnostikerin? Er versuchte mir diesen Kram beizubringen. Er meinte, ich hätte eine religiöse Berufung. Hatte ich aber nicht. An meinem 18. Geburtstag zog ich aus und kam nie wieder. Oh. Das ist auf jeden Fall konsequent. Können Sie mir noch etwas über das Gemälde erzählen? Mein Vater meint, es habe eine besondere Beziehung zu diesem Haus. So wie ich das sehe, steckt dieses Haus voller Mord und Gewalt. Was auch der Grund ist, warum ich nichts damit zu tun haben will. Gut, das ist verständlich. Ja, wir bekommen also auch nichts weiteres von Eva heraus. Ob die was über die Statuen weiß, weiß ich jetzt nicht. Wissen Sie irgendwas über diese Statue? Ich habe ein paar davon rumliegen gesehen. Ich vermute, die Faschisten haben sie im Krieg kaputt gemacht. Okay, wie charmant George immer sein Jackett öffnet und dann... Noch irgendwelche Ideen zu den Statuen? Etwas das zeigt? Das sind nur alte Steine. Das glaube ich nicht. Noch irgendwelche Ideen zu den Statuen? Das sind nur alte Steine. Ich befürchte, wir kommen nicht weiter. Erkennen Sie das hier? Das ist das Medaillon meines Vaters. Er hat gesagt, er habe es verloren. Ja, er ließ es in Paris zurück. Wissen Sie etwas darüber? Als ich klein war, ließ er das Ding nie aus den Augen. Ihr Vater hat sich auf diesem Foto einige Notizen gemacht. Ja und? Wir haben doch das Bild. Wozu brauchen wir dann ein schlechtes Foto davon? Da hat sie wirklich mal recht. Das ist Ihre Familie, richtig? Kaum zu glauben, dass das mein Vater ist. Gut, okay, da kommen wir also auch nicht weiter. Ich lasse mal Eva in Ruhe, die soll mal hier bewachen. Ist auch ganz gut so, dass wir Ramon und Eva haben mit ein paar Schießgewehren. Falls dann doch Medowski kommen sollte oder wer auch immer, wir sind auf jeden Fall ein bisschen geschützt dadurch. Nichtsdestotrotz schauen wir uns hier weiter im Vorgarten um. Wir haben noch diese Sonnenuhr. Die gucken wir uns auch direkt mal an. Genau. Halt die Wache, Eva. Und schieß einfach, wenn jemand kommt. Das war eine alte, verwitterte Sonnenuhr. Aus der Anzeige konnte ich schließen, dass die Haupttüren des Hauses Richtung Norden wiesen.